Mesut Özil tritt aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. In einem riesigen Statement erklärt er, warum er den DFB nicht mag, Reinhard Grindel total zum Kotzen findet und warum er recht hat. Und in diesem Video zeigen wir euch, warum Mesut Özil falsch liegt, was der DFB falsch gemacht hat und warum sein Verlust für die deutsche Nationalmannschaft zu einem riesigen Problem wird. Und bevor wir anfangen, muss ich noch zwei Sachen klarstellen. Erstens, das alles ist frei übersetzt von der OneFootball-Redaktion, denn Özils Statement war ja auf Englisch. Und ich bin zu wenig in der türkischen Politik involviert, als dass ich da irgendwelche Meinungen zu haben könnte. Deshalb werde ich da einfach ziemlich neutral sein und einfach nur Statements vorlesen. Der erste Teil von Özils Statement hat mit dem Foto mit Präsident Erdogan zu tun und eine Erklärung, warum das zustande kam und warum das alles gar nicht mal so schlimm ist. Ich bin mir darüber im Klaren, dass das Bild von uns einen großen Widerhall in den deutschen Medien fand und auch, wenn mir manche Menschen unterstellen würden, dass ich lüge, hatte dieses Bild keinerlei politischen Hintergrund. Alleine bei diesem Satz müsste sich Özil darüber im Klaren sein, dass man kein Bild mit einem Präsidenten eines Regimes machen kann, eines fragwürdigen Regimes, das dann keinen politischen Hintergrund hat und dass das natürlich Wellen auslöst, das ist zu erwarten. Wie schon gesagt, meine Mutter hat mich nie meine Vorfahren vergessen lassen, meine Herkunft und meine Familientradition. Für mich war es keine Frage von Politik oder Wahlen, ein Foto mit Präsident Erdogan zu machen. Es ging darum, das höchste Amt im Land meiner Familie zu respektieren. Mein Job ist Fußballspieler und nicht Politiker und unser Treffen war in keinster Weise eine Billigung für irgendeine Politik. Ja, das ist richtig. Dein Job ist Fußballspieler und mit so einem Bild setzt du ein Statement, egal ob du willst oder nicht. Und sowas sollte dir mit 29 Jahren eigentlich klar sein. Zu diesem Statement hat sich jetzt ein anderer Deutsch-Türke geäußert, und zwar Cem Özdemir, Politiker bei Bündnis 90 Die Grünen. Özils Foto bleibt falsch und seine Erklärung überzeugt nicht. Mindestens so desaströs ist das Agieren der DFB-Spitze. Grindel zerhackt unsere Integrationsgeschichte. Wollen die, dass bald junge Deutsch-Türken für Erdogan spielen? Özils Foto bleibt falsch und seine Erklärung überzeugt nicht. Das ist richtig, denn die Erklärung ist einfach zu wenig und zeigt nicht auf, wie die Lage gerade in der Türkei ist und inwiefern er den Präsidenten und seine Meinungen und seine Ansichten unterstützt und teilt. Und alle Probleme, die die Türkei gerade hat mit den Menschenrechten und mit Pressefreiheit etc., werden einfach nicht angesprochen in seiner Erklärung. Es gibt keine Entschuldigung, wie Gündoğan das gemacht hat. Es gibt keine Aufklärung im Vorfeld. Es gab keine Erklärung im Vorfeld, keine Aufklärung. Und das ist, was Özil falsch gemacht hat. Von Özil und seiner Erklärung bzw. Nicht-Erklärung des Bildes kommen wir jetzt zum DFB und was die falsch gemacht haben. Denn eine der wichtigsten Personen in dieser ganzen Affäre war auf deutscher Seite Reinhard Grindel, DFB-Präsident. Man hatte in der ganzen Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass Özil keinerlei Rückendeckung oder irgendwelche Unterstützung bekommen hat. Und deshalb hat er das auch in seinem Statement angesprochen. Was mich in den letzten Wochen am meisten frustriert hat, ist die schlechte Behandlung des DFB, insbesondere von DFB-Präsident Reinhard Grindel. Nach meinem Foto mit Präsident Erdogan bat mich Joachim Löw, meinen Urlaub zu unterbrechen und nach Berlin zu kommen, um ein Statement abzugeben und Dinge richtigzustellen. Das wäre vielleicht ein guter Weg gewesen, um jetzt alles im Nachhinein zu vermeiden. Einfach im Vorfeld schon ein Statement veröffentlichen, dass es alles vielleicht nicht so gemeint war, eine Entschuldigung zu geben, wie Gündoğan, und einfach irgendwas zu zeigen, dass man eine Erklärung hat, dass man eine Aufklärung hat und nicht einfach das so im Raum stehen zu lassen. Was man also aus Özils Sicht besonders, aber auch generell unterm Strich sagen kann, dass Reinhard Grindel nicht gut gehandelt hat. Er hat die Situation einfach falsch gehandelt und viel zu viel Druck gemacht und viel zu viel auch der Öffentlichkeit preisgegeben, anstatt das 1:1 bzw. unter vier Augen hinter verschlossenen Türen zu klären. Und er gab einfach viel zu wenig Unterstützung in der ganzen Sache. Und nicht nur Özil kritisiert die ganze Sache und das Alleinelassen in den Medien, sondern auch Harald Stenger, der Ex-DFB-Pressechef. Und der sagt, ich kenne die DFB-Präsidenten seit Jahren sehr gut und kann sagen, Reinhard Grindel ist der schlechteste Präsident in den letzten 50 Jahren. Ob man das Ganze jetzt so krass generalisieren muss, weiß ich nicht genau. Allerdings merkt man schon irgendwie, dass Harald Stenger dem Ganzen nicht so vertraut und auch Mesut Özil recht hatte in dem Bezug, dass Grindel einfach die Situation nicht unter Kontrolle hatte. Und wir kommen zum nächsten und vielleicht wichtigsten Teil der Sache, denn nicht nur Grindel hat sich falsch verhalten, sondern auch einige Medien und Agenturen von Özils bzw. Deutschlands Seite. Viele PR- und Werbeagenturen wollten nicht mehr mit Özil zusammenarbeiten, weil sie einfach nicht mit Erdogan und dieser ganzen Affäre assoziiert werden wollten, haben deshalb die Zusammenarbeit abgebrochen und auch seine ehemalige Schule, das muss man sich mal vorstellen, seine ehemalige Schule hat ein Projekt mit ihm laufen, das sie dann abgebrochen haben, weil sie eben nicht mit Erdogan und der ganzen Affäre in Verbindung gebracht werden wollen.
Özil kritisierte besonders das Verhalten eines Sponsors der deutschen Nationalmannschaft bzw. eines Pressepartners des DFB, die einen Videodreh vor der WM absagten wegen dieses Fotos. Für sie war es nicht länger gut, mit mir gesehen zu werden, und sie nannten die Situation Krisenmanagement. Das ist alles ironisch, weil ein deutsches Ministerium erklärte, dass ihre Produkte illegale und unautorisierte Software beinhalten würden, die Kunden gefährden würden. Hunderttausende ihrer Produkte wurden zurückgerufen. Während ich kritisiert wurde und gebeten, mich gegenüber dem DFB zu rechtfertigen, wurde keine offizielle und öffentliche Erklärung vom DFB-Sponsor verlangt. Warum? Um welchen Sponsor oder welchen Partner es sich handelt, wird hier nicht explizit genannt, wahrscheinlich einfach, weil man keinen Rufmord begehen möchte oder irgendwelche rechtlichen Sachen vermeiden möchte. Ein ziemlich guter Tweet, der das Ganze ein bisschen aus der Medienperspektive sieht und warum das ganze Thema ziemlich krass aufgebauscht wurde, kommt von Malte Aurel. Der Umgang mit Özil war teilweise echt unangemessen. Der DFB hat sich falsch verhalten und seinen Spieler weder beschützt noch beraten. Medien wie die Bild haben mit unnötigen und unsachlichen Artikeln die Stimmung weiter aufgeheizt. Jedoch hat Özil auch selbst eine Teilschuld, da er sich erst sehr spät geäußert hat und wenig bis gar keine Selbstkritik zeigt. Und das ist hier vielleicht das Wichtigste, was Özil falsch gemacht hat. Er hat in keinem Wort erwähnt, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat oder sich anders hätte verhalten können. Das ist keine gute Selbstreflexion und wirft ein schlechtes Licht auf ihn und zeigt, dass er die Schuld auf sein Umfeld schieben will, anstatt sie irgendwie erstmal bei sich zu suchen. Und natürlich wirft das Ganze jetzt auch wieder generell die Debatte auf, ist Rassismus im Fußball noch ein ernstzunehmendes Thema? Ferdinand Scholz twitterte einige interessante Zitate, als erstes von Romelu Lukaku. Lief es gut? War ich der belgische Stürmer? Wenn nicht, war ich der belgische Stürmer kongolesischer Abstammung. Karim Benzema? Treffe ich, bin ich Franzose? Wenn nicht, bin ich Araber. Und jetzt natürlich Özil in seinem Statement schreibt, gewinnen wir, bin ich Deutscher, verlieren wir, bin ich Immigrant. Unter diesen ganzen Zitaten schreibt er noch was anderes, und zwar einfach nur die Frage, merkt ihr was? Und ja, ich merke was, und zwar, dass hier die Rassismuskarte ausgespielt wird. Es gibt bestimmt einige, die Özil nicht mögen, weil er Türke ist, aber der Großteil hat sich doch dazu geäußert, und zwar mit berechtigter Kritik. Das hat nichts damit zu tun, dass er Türke ist, sondern dass er was gemacht hat, was vielleicht falsch war und das er einfach nicht erklärt hat. Ich möchte hier auf keinen Fall Rassismus verharmlosen oder sagen, dass Rassismus im Fußball kein Problem ist. Allerdings ist in diesem Fall Kritik nicht gleich Rassismus. Und es gibt überall Idioten, die rassistisch sind, und die sind meistens auch am lautesten. Aber nicht jede Kritik ist gleich Rassismus. Nach den ganzen politischen Aspekten muss man sich natürlich fragen, was hat das sportlich für die deutsche Nationalmannschaft für Auswirkungen? Um aufzuzeigen, wie wichtig Mesut Özil für die deutsche Nationalmannschaft ist, möchte ich erstmal mit einem Statement von Uli Hoeneß anfangen. Der hat nämlich Folgendes gesagt. Ich bin froh, dass der Spuk vorbei ist. Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Den letzten Zweikampf hat er vor der WM 2014 gewonnen. Und jetzt versteckt er sich und seine Mistleistung hinter diesem Foto. Seine 35 Millionen Follower-Boys, die es natürlich in der wirklichen Welt nicht gibt, kümmern sich darum, dass Özil überragend gespielt hat, wenn er einen Querpass an den Mann bringt. Er hat sportlich in der Nationalmannschaft seit Jahren nichts mehr verloren. Du bist offiziell ein Idiot, Uli Hoeneß. Vielen Dank für diese qualifizierte und vollkommen neutrale Meinung, Uli Hoeneß. Ich habe mal ein paar Statistiken rausgesucht, die beweisen, dass Mesut Özil sportlich auf jeden Fall weitergebracht hat. Seit Özils Debüt im Februar 2009 bereitete kein Spieler so viele Tore für die deutsche Nationalmannschaft vor, nämlich 33. Dahinter kommt Thomas Müller mit 23, also 10 weniger. Özil hat bei dieser WM, also der WM 2018, wo Deutschland grottig gespielt hat und in der Vorrunde rausgeflogen ist, 5,5 Chancen durchschnittlich pro 90 Minuten kreiert, so viele wie kein anderer Spieler bei der gesamten WM, der mindestens 90 Minuten gespielt hat. Und natürlich habe ich noch eine kleine Liste an wichtigen Vorlagen und Toren in den letzten Jahren, die er gemacht hat. Er hat das 1:0 gegen Ghana bei der WM 2010 gemacht, das war das einzige Tor des Spiels, und hat somit 3 Punkte in der Gruppenphase verdient. Er hat das 2:0 gegen die Türkei bei der EM-Quali 2010 gemacht, das zweite Tor in der 79. Minute, das quasi der Genickbruch für die Türken war. Im letzten Spiel der Gruppenphase der EM 2012 machte er die Vorlage zum 2:1, sicherte somit 3 Punkte und den Gruppensieg. Im Viertelfinale gegen Griechenland brachte er 2 Vorlagen, davon eine zum 1:0 wichtig. Bei der WM-Quali 2014 war er von 2012 bis 2013 in 9 von 10 Spielen an mindestens einem Tor beteiligt. Bei der WM 2014 machte er das 2:0 gegen Algerien, das Spiel ging am Ende 2:1 aus. An diesen ganzen Zahlen und Fakten sieht man, dass Mesut Özil eine Schlüsselrolle im System des DFB hat. Er war ein unglaublich wichtiger Spieler und wird schwer zu ersetzen sein. Im zentraloffensiven Mittelfeld wird jetzt ein Platz frei, und wir schauen uns mal ein paar Alternativen an,
die an Mesut Özils Stelle rücken könnten. Zum einen wäre da Thomas Müller, der ja unter Jogi Löw auf der rechten Mittelfeldposition spielt, allerdings im zentral-offensiven Mittelfeld sich viel wohler fühlt. Außerdem könnte man von den Flügeln auch noch Draxler oder Reus nehmen, die ja, haben ja zentral-offensiv auch schon gespielt und haben bewiesen, dass sie es auch können. Eine andere Variante wäre, Mario Götze zu reaktivieren, der sich jetzt langsam wieder in Form spielt und noch eine echte Geheimwaffe werden könnte. Was genau nehmen wir jetzt eigentlich aus diesem ganzen Video mit? Mesut Özil hat einige Fehler gemacht. Er hat sich nicht erklärt, er hat sich nicht selbst reflektiert und er hat alle Schuld von sich gewiesen. Das war sein Fehler. Allerdings hat der DFB, insbesondere Reinhard Grindel, mindestens genauso viele Fehler gemacht. Sie haben sich nicht hinter ihren Spieler gestellt, haben öffentlich Druck ausgeübt und sind einfach nicht gut mit der ganzen Situation umgegangen. Die ganze Debatte um Rassismus etc. spielt vielleicht eine kleine Rolle, ist vielleicht ein kleiner Faktor, allerdings hat sich Özil mit seinem Foto und mit seinen Aussagen hinter ein mehr als fragwürdiges Regime gestellt und keine Erklärung dazu geliefert. Und deshalb bringt auch ein Austritt aus der Nationalmannschaft nichts, denn so viele Fragen sind noch offen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Blick über Özils Statement geben, darüber, was der DFB falsch gemacht hat und wie es in Zukunft beim DFB weitergehen sollte. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, denn es interessiert mich wirklich sehr. Haltet bitte Abstand von rassistischen Äußerungen oder generell radikalen Meinungen, denn ja, wir wollen alle einfach gut diskutieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. So, kurzer Beinwechsel. Und wir kommen... Hm.